Hallo, ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Hier ein kleines Update zur Behördenwegelagerei in der Messestadt Basel. Ein Bericht vom 10.05.2012. Da hatten wir über eine, ja, aus unserer Sicht Abzockaktion in der Signalstraße berichtet, wo behelfsmäßige Schilder aufgestellt wurden und Bußgelder verteilt wurden. Und eben einige Zeit nach Erscheinen dieses Artikels und der Berichterstattung durch Wake News Radio verschwanden dann diese behelfsmäßig aufgestellten Schilder, die provisorischen Absperrungen, wie durch ein Wunder. Plötzlich und mit einem Mal bietet sich wieder eine Parkoase in der teuren Basler Parkwüste, wie diese Aufnahmen hier zeigen. Ja, hier sieht man ganz genau in der Aufnahme vom 30. September 2012, und das hat sich bis jetzt nicht verändert, dass mit einmal wirklich alles frei ist. Überall können Autos wieder parkieren. Es ist kein einziges Schild mehr zu sehen. Das einzige Schild, was dann noch zu sehen ist, ja, das ist Straßenschild, ne? Oder? Dann nachher haben wir noch ein umgefallenes Schildchen gefunden. Hier, das war irgendwie da so, ja, nebenan lag das herum, schon ein bisschen zerbeult, ja, und ja, man sieht es ja hier im Bild, da ist ja, da ist nichts mehr, was dort zu erkennen wäre, ne? Okay, also es lohnt sich immer wieder auch nicht einfach klein beizugeben, sondern sich daran mitzubeteiligen, die Dinge aufzudecken, und deswegen, ja, fordern wir alle auf, solche Missstände zu melden. Und wir können gerne mal dann darauf eingehen. Herzlichen Dank. Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mit europäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.